Das sieht doch mal schnieke aus. Fällt alles auseinander hier. Wisst ihr, was mir am besten gefällt bei diesem Rezept? Es popelt einfach, gelingt einfach immer und ist die ideale Beilage zu Pommes. Oder sind die Pommes ideal da? Egal, loslegen. Zutaten sind sehr übersichtlich. Eine Handvoll Möhren, ich habe jetzt hier so 4 Stück, und einmal 3 bis 4 große Zwiebeln. Gemüse ist klein geschnitten, Pfanne ist auf dem Herd und die erhitzt sich jetzt auf die höchste Stufe, was das Teil so hergibt. Und das Fleisch, für alle, die es jetzt noch nicht wussten, ist ganz normal ein halber Schweinenacken. Den habe ich jetzt vom Russen geholt. 1,5 Kilo, ich sage ein ganzer 3 Kilo. Mir reicht hier eine Hälfte. Wenn die Pfanne aufgeheizt ist, dann gebe ich da einfach einen Schluck Olivenöl rein. Und einmal ohne Gewürze, ohne alles, ohne Schnickschnack, einfach rein, die Kollegen. Einmal kräftig von allen Seiten anbraten. In der Zeit, wo der das Ganze anbrät, habe ich jetzt hier so knapp einen Liter Wasser. Dann einmal Geschmacksbooster. Gestern noch frisch hergestellt. Und davon gebe ich jetzt mal so einen guten Esslöffel. Also einen richtig großen. Damit ich mir meine Gemüsebrühe selber machen kann. Zack. Das nehme ich dann gleich zum Ablöschen. So, von allen Seiten angebraten. An der Seite parken. Nochmal einen kleinen Drop hier Öl noch mal rein. Dann kommen wir jetzt zu den Zwiebeln. Und dann, wenn die Zwiebeln so glasig sind, dann gebe ich immer so 2-3 Esslöffel Tomatenmark da rein, damit das mit anröstet. So, ein bisschen Paprika auch noch mit anrösten. Und jetzt das Ganze einmal ablöschen. Das, was alles am Pfannenboden sich festgeröstet hat, das noch irgendwann mal freikratzen, weil das ist ja letzten Endes das, was Geschmack gibt. Dann baller ich da jetzt noch. Ich habe jetzt Knoblauch nicht mit angeröstet, aber ich knalle noch Knoblauchbooster mit rein. So, richtig. 2, 3, 4, 10 maybe. Viel Knoblauch hilft viel. Ja. Das riecht schon jetzt sehr lecker. Das ist ja wirklich jetzt Popel. Und eine Variante. Es gibt ja 12 verschiedene Varianten. Könnt ihr jetzt noch ein Lorbeerblatt hinzugeben oder. Wie ihr wollt. Aber ich mache es ganz stinknormal. Dann gebe ich da jetzt noch Salz und Pfeffer zu. Na, sieht das nicht schon mega aus? Ja, Ruhe im Karton. Deckel drauf, Temperatur runter. Das muss jetzt einfach nur vor sich hin köcheln. 1-2 Stunden, wir schauen mal gleich nach, später. So, Chaos direkt beseitigen. Dann ist das alles erledigt. Und wer sich gefragt hat, wie lange der Kollege drin bleiben muss, ganz einfach Thermometer nehmen oder letzten Endes kommt es auf die Größe an. Ich habe jetzt hier 1,5 Kilo, Stunde, 1,5 Stunde circa dauert das Ganze. Aber wir können mal eben messen. Aber wir brauchen so 70, 75 Grad circa. Aktuell haben wir gerade, Moment, zieh es mal raus, um die 60 Grad. Also noch nicht fertig. Darf es noch ein halbes Stündchen noch vor sich hin köcheln. Und jetzt guckt euch dieses Kunstwerk mal hier. Wahnsinn. Und noch so schön. Na, das sieht doch mal schnieke aus. Und saftig ist es sowieso. Jetzt noch ein bisschen die Soße andicken. Aber guckt das mal schön. Fällt alles auseinander hier.
Und jetzt ohne Witz, so ein Schweinebraten, ne? Und jetzt noch irgendwie Pommes dabei oder Rotkraut oder Kartoffeln oder was auch immer. Oh. Macht's mal nach, probiert's mal aus. Wie gesagt, alle Infos in der Infobox. Und wir sehen uns dann im nächsten leckeren Video. Dann schon wieder. Und ich muss jetzt noch ein bisschen, ja, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Oh. Und tschüss, Chris.